Lasst uns starten in Stunde 95 von unserem From Zero to Hero Projekt im LS22. Ja, es wird spannend, es wird sehr, sehr, sehr spannend. Also jetzt gleiten uns die letzten Stunden hier gefühlt wirklich zwischen den Fingern davon. Okay. Ja, wir haben heute aber natürlich auch wieder einiges vor. Ich würde jetzt tatsächlich auch mal starten damit, dass wir die Pferde reiten. Damit haben wir nämlich zum Ende der letzten Folge aufgehört. Da hatte ich ja noch ein paar Minuten Zeit und bin deswegen noch Pferde ausgeritten. Aber ich war noch nicht fertig damit. Und deswegen würde ich jetzt einmal noch die restlichen Pferde ausreiten, damit ich da zumindest schon mal durch bin. Und theoretisch habe ich mir das extra so gemerkt, dass ich habe die Pferde nämlich extra dreckig gelassen, die ich schon geritten bin. Also hier, der ist zum Beispiel dreckig, den sind wir schon geritten und der da auch. Und die anderen sind noch sauber. Und deswegen reiten wir jetzt mit denen erstmal geschwind los, würde ich sagen. Jo, das war das letzte Pferdi. Guck mal, dann haben wir das nämlich jetzt hier schon mal erfolgreich für diesen Monat erledigt. Normalerweise ist das Pferdereiten immer das, was ich so ewig vor mir herschiebe, weil es halt irgendwie immer so das letzte Nervige ist. Aber diesmal haben wir es jetzt schon erledigt und haben jetzt erstmal noch so ein paar andere Sachen zu tun. Also, ich gucke einmal jetzt hier ganz kurz wieder auf meine To-Do-Liste, sonst verliere ich den Überblick. Okay, let's see my To-Do-List. Wir müssen auf jeden Fall ein Feld noch kalken. Zwar das große Haferfeld, was wir beim letzten Mal angesät haben. Ich würde sagen, damit starten wir jetzt. Ich arbeite jetzt hier einfach auch mal straight meine Liste ab. Habe ich irgendwo noch Kalk? Nee. 7000 Liter. Das könnte tatsächlich für das große Feld knapp werden, ne? Da müssen wir vielleicht nochmal auffüllen gehen. Schauen wir mal. Okay. Ist das ausreichend? Nee, natürlich nicht. Ach, ich überschätze immer wieder die Arbeitsbreite vom Kalkstreuer. Ist das jetzt auch wirklich richtig? Ich gucke nochmal schnell. Nicht, dass ich jetzt gerade unnötig kalke, aber ich glaube schon. Ja, benötigt Kalk. Gut, dann düsen wir einmal ganz schnell zum Shop und holen uns einmal ein bisschen Kalk. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich kaufen soll. Jetzt ist halt die Frage, ob die anderen Felder dann irgendwie auch nochmal gekalkt werden müssen. Vielleicht tun wir einfach so 4 Säcke oder so. Kalk ist ja billig. Sibylle, hallihallo. Ich hätte gern ein bisschen Kalk. Gib mir mal so 5 Säckchen. Damit haben wir auf jeden Fall, glaube ich, dann ganz gut ausgesorgt. Danke dir, Sibylle, ne? Falls wir uns nicht mehr sehen, es war ein Träumchen mit dir. Okay, dann haben wir jetzt nochmal über 9000 Liter Kalk. Oh, sogar über 10.000 Liter. Stark. Okay, 10.200 Liter. Also für das Feld, was wir jetzt schon angefangen haben, reicht das auf jeden Fall. Und dann mal gucken, ob wir noch zukünftig noch ein anderes Feld auch nochmal kalken müssen. Wir müssen halt gucken, dass wir jetzt natürlich noch möglichst viel schaffen, weil der Plan ist ja eben auch, im besten Fall so viel Geld verdienen, dass ich mir den Umbau oder die Gestaltung des Hofes komplett leisten kann. Und wenn man überlegt, was halt teilweise so Hallen und sowas kosten, ist das kritisch. Deswegen muss ich natürlich schauen, dass ich jetzt die letzten Stunden halt auch noch sinnvoll nutze und halt möglichst viel Geld verdiene hier noch. So, letztes Stückchen hier. Fertig. Okay, wir haben nur 1700 Liter Kalk übrig. Ich muss gestehen, ich hätte gedacht, es bleibt doch deutlich mehr übrig. Also war auch nicht so ganz gut kalkuliert. Kalkuliert. Oh. Ja, falls wir jetzt wirklich nochmal ein anderes Feld kalken müssen, dann müssen wir mit ziemlich großer Sicherheit nochmal neuen kaufen gehen. Aber naja, was soll's. Dann ist es halt so. Gut, dann haben wir das fertig gekalkt. Was steht als nächstes auf unserer To-Do-Liste? Sonnenblumen- und Rapsfeld ein zweites Mal düngen. Okay, also schnappen wir uns direkt den Düngestreuer. So, welche Felder sind das denn? Die zwei hier direkt. Oh. Er ist leer. Ja, das ist natürlich perfekt. Warum ist mein Düngestreuer leer? Ich wundere mich gerade, warum der nicht angeht. Mist. So, fahren wir hier noch einmal durch die Mitte durch. Wir haben ja genug. Okay, das waren zwei kleine Fältchen. Die haben wir hier also super fix weggedüngt. Mal ganz kurz auf die Map gucken, ob ich das gemacht habe. Habe ich es sogar gemacht. Okay, hervorragend. Dann haben wir... Ja, jetzt kommt das große Thema Silage. Ich wollte ja eigentlich keine Silage mehr machen. Deswegen steht da auch seit Ewigkeiten, stehen die Förderbänder auch einfach mitten in den Fahrsilos drin. Aber wir haben kaum mehr Silage für Kuhfutter. Und das ist natürlich blöd. Deswegen werden wir jetzt nochmal ein wenig Gras sammeln und ins Fahrsilo schmeißen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich extra mit den Mähwerken mehr oder ob ich das jetzt tatsächlich einfach nur mit Frontmähwerk und Ladewagen mache. Ich würde so 3 Ladewagen voll machen. Ich glaube, ich mache das nur mit Frontmähwerk und Ladewagen. Also wir haben jetzt noch 25 Minuten in der Stunde. Ich würde einfach sagen, wir benutzen jetzt noch die restliche Stunde, um alles, was wir noch sammeln können, ins Fahrsilo zu schmeißen und dann ist es auch super.
So, jetzt die Frage. Das wäre jetzt Ladewagen Nummer 3. Reicht das schon? Ich glaube tatsächlich, es würde eigentlich reichen. Das sind fast 70.000 Liter, die dann jetzt hier drin sind. Ich glaube, das reicht schon für das Futter, was wir noch brauchen, ne? Deswegen glaube ich, auch wenn es jetzt ein bisschen traurig aussieht, aber glaube ich tatsächlich, machen wir das Fahrsilo so jetzt auch zu. Stunde ist zwar noch nicht ganz um. Ach so, machen wir das Gras jetzt hier noch mit rein? Ich glaube tatsächlich, ich mache das Gras hier nicht mit rein, sondern ich lasse das dann lieber liegen als Futter für die Schafe dann nochmal. Ich weiß jetzt nur auch noch ein bisschen mit Heu. Ich weiß nicht, ob ich nochmal Heu machen müsste auch. Da bin ich schon mal gerade nicht sicher. Gut, aber Heu kann man halt auch immer nach Bedarf machen, wenn man es jetzt gerade braucht. Also das muss ja nicht irgendwie, braucht ja keine Zeit wie die Silage. Deswegen würde ich sagen, belassen wir es dann erstmal bei der Silage. Wir haben jetzt noch 5 Minuten in der Stunde. Mal kurz gucken, wie wir die jetzt hier noch sinnvoll nutzen. Also erstmal lassen wir das Mähwerk hier. Ups. Dann machen wir das Fahrsilo zu. Und ich glaube, dann füllen wir nochmal die BGA auf. Das passt, glaube ich, ganz gut von der Zeit, ne? Gut, die BGA. Was muss da alles rein? Oh. Oh, nein. Wir haben kein Holz mehr im Sägewerk. Oh, shit. Wir haben kein Holz mehr im Sägewerk. Wir müssen nochmal Holz... Oh Gott, wir müssen nochmal Bäume fällen gehen fürs Sägewerk. Krass, damit habe ich jetzt nun wirklich nicht gerechnet. Mist. Ja, und halt Silage. Aber gut, wir holen jetzt erstmal nur Mist. Okay, ja, toll. Also, ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal Holz fällen müssen. Dann machen wir das dann wahrscheinlich nächste... Damit beginnen wir dann, würde ich sagen, die nächste Stunde, dass wir dann nochmal fix in den Wald huschen und ein bisschen Holz nochmal ins Sägewerk schmeißen. Weil tatsächlich brauchen wir das halt wirklich. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen noch Geld verdienen in den letzten Stunden. Und Holz ist halt ein super wichtiger Aspekt für unseren Geldfluss, ne? Ja, ne, ich habe beim letzten Mal das Sägewerk nicht mehr voll gemacht, weil ich gedacht hätte, das reicht. Tja, falsch gedacht. Gut, Mist wieder zurück. Dann können wir hier Mist noch wieder aktivieren. Wo stelle ich den Anhänger hin? Brauche ich den gleich nochmal? Weiß ich noch nicht. Wir stellen den erstmal hier an die Seite. Und dann machen wir nur noch das Fahrsilo zu und dann ist die Stunde rum. Das war jetzt also Stunde 95. Geht hier in großen Schritten voran. Oh, hallo. Hallo? Ach, das ist nicht verdichtet. Ich hab gar nicht daran gedacht, dass ich es verdichten muss. Ich bin ja völlig blöd. Habe ich einfach eiskalt ignoriert, dass ich es ja auch noch verdichten muss. Okay, Moment. Wir müssen es noch kurz verdichten. Dann können wir es auch zumachen. Ach, das geht so schön schnell, das Verdichten. Das ist einfach chillig. So, da haben wir die 100%. Dann machen wir es also zu. Wups. Hallo, kann ich es jetzt mal... Hallo? Hallo. Also hallo, da stand gerade 100%. Warum jetzt nur noch 99? Hallo? Voller Krise. Träum ich doch nicht. So, meine Güte. Okay, Fahrsilo ist abgeschlossen. Sieht sehr traurig aus mit dem kleinen bisschen hier, ne, was da drin ist. Aber mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Deswegen ist das ganz okay so. Also, die Stunde war sehr, sehr gut. Wir haben viel von unserer To-Do-Liste abgearbeitet. Ich gucke jetzt mal ganz kurz drauf, was wir noch machen müssen. Tatsächlich, glaube ich, sind wir dann für diesen Monat auch fertig. Also, wir können jetzt, glaube ich, auch zu Beginn der... Also, nee, Moment. Wir fahren jetzt zu Beginn der nächsten Stunde zum Sägewerk, füllen da ein paar Bäume nochmal ein. Wir machen es wieder nicht komplett voll, sondern wieder nur so ein bisschen. Füllen es mit Bäumen auf und dann gehen wir schlafen. Und dann haben wir nämlich auch wieder neue Felder zum Ernten und alles. Dann haben wir wieder einiges zu tun hier. Und vor allem, fällt mir jetzt gerade ein, dann haben wir das Maisfeld zu ernten und dann können wir endlich Müsli herstellen. Also jetzt nächsten Monat wieder erreichen wir unser letztes noch offenes Ziel für dieses Projekt. Wir machen direkt weiter. Stunde 96 also im Beginner-to-Winner-Projekt. Der Plan ist, als allererstes zum Sägewerk zu düsen. Deswegen machen wir das jetzt auch. Habe ich mit dem John Deere schon mal Holz gemacht? Also Bäume aus dem Wald geholt? Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich habe jetzt kein Frontgewicht dran. Sollte ich ein Frontgewicht mitnehmen? Vielleicht machen wir das lieber, ne? Sicher ist sicher. So, wo sind denn jetzt hier... Wo ist denn hier mein Gewicht, Menschenskinder? Ich finde meine Gewichte immer nicht. Da liegt eins. So. Das sieht fast ein bisschen verloren aus, das Gewicht da vorne dran, ne? Das ist irgendwie gefühlt winzig an diesem Traktor, aber naja, was soll's. Hauptsache, wir haben eins fürs Gefühl. Schaut euch hier den Mais an, Menschenskinder. Er steht hier in voller Blüte. Jo, dann auf geht's hier in unseren leergefegten Wald. Och Mann, das ist wirklich... Oh, guckt ihn euch nochmal an, unseren Wald, Leute. Stellt euch vor, was das alles an Arbeit war. Schaut euch diese große leere Fläche hier an. Die war komplett voll mit Bäumen. Komplett voll. Und wir haben sie einfach völlig leer gemacht. Das ist schon Wahnsinn, ey. Wirklich, wirklich, wirklich Wahnsinn. Nun ja, so ist das, ne? Okay, ich nehme jetzt... Haben wir überhaupt noch ein paar? Da hinten stehen, glaube ich, noch ein paar große Bäume, ne? Aber ich glaube, wir können auch ruhig die kleinen nehmen. Ist eigentlich egal. Ich glaube, ich kann jetzt eigentlich mit dem John Deere auch easy 3 kleine ziehen, oder? Das ist sogar ein großer. Das ist auch ein großer, ne? Ah, nice. Guck mal, nehmen wir hier die 2 großen. Ja, ich gucke mal, ob ich jetzt vielleicht irgendwie halb voll mache oder so. Ich glaube tatsächlich viel mehr als maximal...
zwei oder wenn es ganz hoch kommt, dreimal werden wir halt nicht mehr schlafen gehen in dem Projekt. Deswegen, so viel sollte sich da eigentlich nicht mehr verbrauchen. Aber naja, ich schau mal. Boah, es ist angenehm, wie gut der John Deere die schafft, ne? Sehr chillig. 5 minutes later. Okay, also ich glaube schon, ich würde es jetzt tatsächlich hierbei belassen, bei der Menge an Holz. Ich glaube, das reicht dann auch. So, die letzten Baumis. Zack. Jetzt sieht das hier, ja, über die Hälfte. Jetzt haben wir 48.000 Liter Holz hier drin. Also das sollte ja jetzt nun auf jeden Fall reichen bis zum Ende. Gut, das war dann jetzt also wirklich aber auch, glaube ich, das letzte Mal Bäume fällen. Dann machen wir uns zurück auf den Weg. Und ich glaube, dann können wir schlafen gehen, würde ich denken. Ich glaube, wir haben jetzt in diesem Monat nichts mehr weiter zu tun irgendwie. Ich kann nochmal einen Gebrauchtwagen-Shop kaufen, gucken, aber tatsächlich ist eigentlich egal, was hier drin ist. Wir brauchen ja nichts mehr. Wir haben ja jetzt alles an Geräten, deswegen. Supi, dann schauen wir jetzt nur nochmal ganz kurz. Also, die Produktion geht soweit allen gut. Das ist alles, was wir brauchen. Hier haben wir alles drin. Da haben wir alles drin. Ja, unsere Mühle ist halt leer. Stromverarbeitung auch, Müsli auch noch. Aber das ändern wir nächsten Monat. Und die Tiere sind auch alle gut versorgt. Ja, denen geht's auch ein gut. Dann geht's ab, Schlafi machen. Ab in den Oktober. Ich hoffe sehr, dass es jetzt im Oktober nicht regnet. Jetzt nicht so Lust drauf auf so einen regnerischen Oktober. Den habe ich doch schon in der Realität fast, den regnerischen Oktober. So, 9 Uhr. Schlafen. So, herzlich willkommen im Oktober. Wir haben 200.000 auf Konto. Haben natürlich auch wieder ein bisschen Plus durch unsere Biogasanlage gemacht. Hervorragend. Ein neuer Monat. Und das bedeutet auch, wir haben jetzt wieder neue Sachen zu tun. Allen voran haben wir zwei Felder, die jetzt erntereif sein müssten. Nämlich ein Maisfeld und ein Sorghumhirsefeld. Ich würde jetzt mal ganz langweilig mit dem Sorghumhirsefeld anfangen, dass wir das leer machen. Das werden wir einfach wieder einlagern, die Hirse, für die Hühner oder für die Schweine oder wie auch immer. Ich hatte ja überlegt eigentlich, ob ich die gesamte Hirse dann einfach bei den Schweinen reinschmeißen möchte. Könnte ich auch machen. Und danach machen wir uns an das Maisfeld. Und das wird cool, weil wenn wir das Maisfeld ernten und den Mais daraus haben, ist das das Letzte, was uns noch fehlt, um unsere Müsli-Produktion anzuschmeißen. Und das ist dann also das Allerletzte, was uns noch fehlt auf diesem Spielstand, um unser letztes gestecktes Ziel zu erreichen, nämlich eine komplette Müsli-Produktion zu haben. Das ist richtig, richtig, richtig cool. So, das ist hier das letzte Stückchen. Dann haben wir das Feld auch schon wieder fertig. Das machen wir direkt dann auch noch fresh, das Feld. Das geht ja mal ultra fix. Also wir werden das dann jetzt einmal schnell mit der Direktsaat einfach einmal drüber ballern und wieder neu anpflanzen. Ich hoffe ausgerechnet, dass wir jetzt nicht auch gekalkt werden, aber das gucken wir gleich mal. So, was mache ich denn jetzt mit der Hirse? Schmeiße ich die ins Silo oder schmeiße ich das direkt in den Schweinestall? Zeig mal, der hat jetzt nicht mehr so viel drin. Ja, ich schmeiße das einfach direkt in den Schweinestall. Ich glaube, mit der Fuhre kommen die dann auch easy bis zum Ende des Projektes durch. Dann laufen die nicht leer, das ist doch supi. Okay, den Mähdrescher, den brauchen wir dann ja auch gleich wieder. Nur halt mit dem Maispflücker. Ich lasse ihn jetzt erstmal kurz hier stehen. Dann schnappen wir uns... Warte mal, will das Feld jetzt gekalkt werden? Oh, es will wirklich gekalkt werden. Ich glaub's ja wohl nicht. Frech. Okay, wir haben nur 1600 Liter Kalk im Kalkstreuer. Wir könnten jetzt einmal fix die Daumen drücken, dass das für das Feld reicht. Das ist ja ein kleines Feld. Weil jetzt nochmal Kalk kaufen gehen zu müssen, wäre echt ein Zeitfresser. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Meine Kameras... Meine Kamera ist überhitzt. Ja, wir machen kurz ohne Kamera weiter, Chat. Kamera sagt nein. Ja, leider ja. Und Kalk sagt auch nein. Nein, es ist so traurig. Okay, wir müssen also einmal zum Shop düsen und ein bisschen Kalk holen. Das schmeißt uns zeitlich jetzt ein bisschen zurück, aber nicht zu ändern. Tja, also bitte, sehen wir uns doch nochmal, Mensch, du. Ich würde... Sag mal, was haben wir hier im Angebot eigentlich? Oh, eine Sämaschine. Schön, sehr, sehr schön. Und so einen kleinen New Holland hier. Ach, das ist toll. Leute, jetzt, wo meine Kamera ausgeblendet ist, sieht man einfach den gesamten Gebrauchtwagen-Shop. Ihr seht einfach das Fahrzeug, was ganz rechts im Angebot ist. Es hat alles seine Vorteile, sage ich euch. Super. Echt super. Okay, Kalk. Ich kaufe jetzt einfach 5 Beutelchen. Habe ich vorhin auch gekauft. Das wird ja wohl reichen. Sibylle, ich hoffe, das war jetzt wirklich das letzte Mal, dass wir uns hier gesehen haben. Okay, wir sind mit dem Kalken fertig. Und dann schnappen wir uns jetzt die Sämaschine. Wir machen da jetzt einfach wieder, also wir pflanzen da jetzt wieder Hirse an. Wie gesagt, ernten werden wir das Feld auf gar keinen Fall mehr. Wir machen es aber trotzdem noch ready. Meanwhile. Okay, also das Saatgut hat natürlich hier absolut gereicht. Das war ja ein Witz schon wieder von mir, dass ich das in Frage gestellt habe. Guti, dann fahren wir mit dem, warte mal, wir nehmen hier einmal den Anhänger mit. Und dann fahren wir mit dem Mähdrescher, müssen uns hier einmal fix das andere Schneidwerk holen und dann geht's zum Feld. Dann lasst uns also hier in die Ernte unseres Mais starten. Ich glaube, ich habe noch nie Körnermais geerntet. Muss ich irgendwas beachten? Let's go!
Wir ernten Mais. Wuhuhu. Toll. Ich liebe die Animation, wie die da so reingesogen werden. Na gut, okay, also ich ernte jetzt Mais. Wir haben jetzt noch 10 Minuten. Ich mache jetzt hier einmal den Anhänger voll. Nicht den Anhänger, den Mähdrescher mache ich jetzt einmal voll. Dann tanken wir ab und dann bauen wir das in die Müslifabrik rein und können hier zum Ende der Stunde die Müslifabrik noch aktivieren. Sehr, sehr schön. Liter Mais. Die kommen jetzt also in unsere Müsli-Produktion. Oh, zum Glück haben wir schon alles umgelagert in die Müsli-Produktion. Also Honig und Rosinen und so, weil dann müssen wir das jetzt nicht mehr machen. Sonst hätten wir das nämlich nicht geschafft. Okay, jetzt muss man hier mittlerweile schon richtig weit über den ganzen Hof fahren, ey. So weit hinten, wie das hier alles gebaut ist, ey. So, Müsli-Fabrik. Nimm den Mais. Und damit haben wir jetzt noch, also wenn man es ganz genau, dann haben wir gerade noch 20 Sekunden in dieser Stunde. Und in diesen 20 Sekunden aktivieren wir unser Müsli. Und damit haben wir das letzte Ziel, was wir uns für dieses Projekt noch gestellt hatten, erreicht. Eigenes Müsli produzieren. Das passt doch perfekt hier zum Ende der Stunde. Schön. Oh, ich bin also wirklich, ich bin so happy, dass wir das auch noch geschafft haben vor allem. Also das ist jetzt zeitlich alles so gut aufgegangen. Das war auch eine richtig gute Idee, die da aus dem Chat kam, dass wir auf Müsli gehen sollen. Und da ist übrigens auch der erste Liter. Ihr seht es wieder hinter meiner Kamera. Mann, wer die Kamera mal noch überhitzt. Der erste Liter ist schon produziert. Wunderbar. Ja, also da kann man, glaube ich, nichts anderes sagen, als das waren zwei richtig gute, erfolgreiche Stunden. Ja, jetzt in den nächsten 2 Stunden werden wir auf jeden Fall natürlich das Maisfeld fertig ernten, werden den Rest an Mais dann auch noch hier in die Produktion schmeißen. Ich werde das Feld auch wieder komplett fresh machen und wieder neuen Mais einpflanzen und so. Wir müssen ihn dann halt tatsächlich tiefenlockern davor einmal und sowas alles. Wir müssen noch unser Hirsefeld striegeln und dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, dann geht es ans Produkteverkauf und ich glaube, das ist auch schon ein ganz guter Plan jetzt noch für die 2 Stunden. Schauen wir mal, was wir davon alles schaffen, würde ich sagen.